wenn man zum Beispiel mal Phasen hat, wo es vielleicht mal nicht so läuft, beziehungsweise wo man denkt, warum mache ich das? Das ist doch alles viel zu stressig. Da kommt direkt so ein Gedankenblitz auch und da denke ich auch schon daran, schau mal, was viele Leute für dich getan haben, damit du jetzt hier auch wirklich sein kannst. Und dieser Gedankenblitz verhilft mir auch direkt wieder dann dazu, dass ich mir auch sage, nee, du kannst dich glücklich schätzen, so wie das alles gelaufen ist und was du gerade für ein Leben führst. Meine Eltern sind seit der Geburt an natürlich für mich immer da gewesen. Ich hatte die Chance, in einem schönen Zuhause aufzuwachsen. Ich hatte jeden Tag ja, gutes Essen. Meine Eltern haben mich unterstützt, wo sie auch konnten. Ich kann auf jeden Fall von einer sehr guten Kindheit sprechen. Ja, ich hatte schon damals ein Ziel halt vor Augen. Mein Traum war es schon damals mal, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe hier auch ein paar Fotos dabei, da kann ich das gerne mal zeigen. Da habe ich schon damals in die Freundesbücher geschrieben, dass ich halt deutsche Frauenfußball-A-Nationalspielerin werden möchte. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit und ja, die wünsche ich allen Kindern auf der Welt.